Unter Adsorption versteht man die Anreicherung einer Komponente aus einer dreidimensionalen Phase auf eine Oberfläche, also auf eine zweidimensionale Phase. Bei Adsorptionsexperimenten werden in der Regel Isothermen vermessen, Zusammenhang zwischen Oberflächenkonzentration und Bulkkonzentration bei einer Temperatur. In unserem Experiment haben wir zwei Gasdrücke eingestellt und zwei Oberflächenkonzentrationen gemessen. Wenn wir diese beiden Punkte in ein Diagramm einzeichnen, erhalten wir folgenden Verlauf. Wenn wir den Nullpunkt mit einbeziehen, haben wir eine typisch gekrümmte Kurve, die für eine Adsorptionsisotherme charakteristisch ist. Dies ist die Langmuir-Gleichung, b gleich b unendlich mal a durch kl plus a. Wir können diese Gleichung linearisieren, wenn wir den Kehrwert von b gegen den Kehrwert von a auftragen. Wir rechnen also 1 durch a aus, 1 durch b aus und tragen die entsprechenden Zahlen gegeneinander auf. Wir erhalten dann eine Gerade, deren Achsenabschnitt dem Kehrwert der Sättigungskonzentration entspricht. Der Achsenabschnitt ist 0,0151. Die Sättigungskonzentration ist 66 Mikrogramm pro Gramm. Wir können maximal 66 Mikrogramm Benzol auf der Oberfläche adsorbieren. Dann ist die Oberfläche komplett mit Benzolmolekülen gepflastert. Wir rechnen diese 66 Mikrogramm um in Anzahl von Teilchen. Wir erhalten 0,85 Mikromol mal Avogadro-Zahl an Teilchen. Jedes Teilchen hat eine Fläche von 0,3 mal 10 minus 18 Quadratmeter, also haben die gesamten Teilchen eine Fläche von 0,15 Quadratmeter. Dies ist die Fläche, die 1 Gramm Adsorptionsmittel offensichtlich zur Verfügung stellt. Das ist die spezifische Oberfläche des Graphits, bestimmt mittels der Langmuir-Methode und bestimmt mittels Benzol als Sondenmolekül.